Leute, wir sind zurück bei Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Ich habe so einiges getan. Gelevelt, alle aufs gleiche Level wieder. Und dieser Part wird relativ kurz. Wir werden keine Hauptmission machen, weil wir noch zwei Nebenquests machen, die ich euch zeigen will. Das wird auch im nächsten Part machen wir dann eine Hauptquest und dann wieder zwei Nebenquests, glaube ich. Weil das halt Trainingsquests für Sinon und Yunobo sind. Und die beiden wollen wir ja mal richtig sehen. Sinon haben wir ja mal kurz nur angeschnitten. So, oha. Wir kriegen noch ganz viele Fische. Nice. So, dann machen wir aber erstmal die Quest. Sidons Training, empfohlen Level 41. Gehen wir rein. Wir sind Stufe 71. Juckt nicht. Oho. Hauen wir einfach mal mehr Schaden rein. Lecker. Auf geht's. Fangen wir mit Sidon an und dann gehen wir zu Yunobo und dann endet der Part auch schon. Der wird halt sehr, sehr kurz. So viel kann ich euch versprechen. So, dann wollen wir mal. 300 Gegner sollen wir besiegen. Na dann. Sidon ist ein bisschen schwer. Weil man weiß halt nie, in welchem Moment man richtig drücken muss. Das ist ein bisschen schwer zu timen. So, Scheiße. Ah, okay, nice. So, 81 Gegner haben wir schon. Das geht schneller, als ich dachte. Oh, nice. Kannst du machen. So, wo sind noch mehr Gegner? Aber wie gesagt, es gibt nur ungefähr zwei Charaktere, glaube ich, die ich nicht so gerne spiele. Das sind halt einfach die große Fee und den Priester. Aber der Priester auch nur, weil der sich übelst merkwürdig spielt. Die große Fee ist mir zu langsam, was ihr Gameplay angeht. Alle anderen Charaktere spielen sich sonst halt wirklich richtig nice. So, easy. Eins, zwei, drei, vier. Gut, mehr Kombos kann ich leider noch nicht. So, da sind noch mehr. So, gleich mal 100 Stück fast auf einen Schlag. Oh, ein Elektropyromagus. Sehr schön. Damit Angriff. Das war's. Den Elektropyromagus haben wir besiegt. Ah ja, ich habe übrigens aufgefüllt. Wir sind wieder voll, was unsere Magie angeht. Nicht, dass ich das vergesse zu erwähnen. Aber ihr habt ja im letzten Part einen richtig langen Part gekriegt. Der ging 10 Minuten länger oder so. Kommt drauf an, wie ich das zurechtschneide. Dann geht der ja halt 15 Minuten kürzer oder sowas. Mal gucken, wie lange der Part dann im Endeffekt wirklich geht. So, 6 Gegner noch. Okay, ein Eismoblin müssen wir noch besiegen. Nice. Dann mal hin da. So macht man das. Seht, wozu ich fähig bin. Keine Gnade. So, na komm. Und einmal hier. Zack. Und das war's für dich, Brudi. So schnell ist Sidons Quest vorbei. Was wollt ihr machen? Ist halt nun mal nicht so lang, solche Trainingsquests. So, gleich mal 700. Ihr seht auch, unsere Rubine sind nicht gesunken zum letzten Part, nur ganz wenig, weil ich viele Rubine wieder gesammelt habe. Aber ja, und es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich alle aufs gleiche Level gekriegt habe, so viel kann ich euch versprechen. Es kostet halt nämlich ganz schön viel, gerade Yunobo und Sidon auf Level 71 zu bringen hat.
Ja. Lange gedauert. Ich durfte viele Quests wiederholen. Okay, den können wir leider nicht freischalten. Dazu fehlt uns, dazu fehlen uns Fische. Drecksfische, Alter. Und wir können den, wir können nicht mal farmen. Weil es gibt keine Quests, wo wir die jetzt bekommen können. So, dann auf. Machen wir uns zu Yunobo. Mal gucken, wie sich der spielt. Hier erhöhen wir auch den Schaden am besten. Das sieht wie ein Festessen aus. Was für ein Leckerbissen. Gut, aufbrechen. Ich muss immer ein bisschen krass hart abcringen, wenn ich die deutsche Synchro in manchen Fällen höre. Sie ist super gut, aber beim Essen nicht so geil. So, Yunobo spielt sich ein bisschen anders. Wir können drei dieser Sachen essen. Und wenn ihr da... Also es gibt drei Schilde und da müsst ihr einen bestimmten Angriff machen. Und... Das führt dann dazu, dass der Angriff verstärkt wird. Ich weiß aber leider nicht mehr, welcher das bei dem Blitzschild war. Ah, ich hatte ihn gefunden. Genau, hier war das der. So, aber wir haben ja jetzt schon unseren Special frei. Oh, ich hab vergessen. Mit Yunobo wird das hier richtig ekelhaft. Oh, das habe ich komplett vergessen. Wir müssen uns mehr auf die normalen Gegner konzentrieren, weil die Gegner spawnen bei Yunobo halt wirklich super langsam nach. Und ihr habt halt nur so wenig Zeit, das ist halt das Problem. So, Attacke. Und ihr seht, wir haben gerade mal noch nicht mal die Hälfte von den 600. Wenn das in diesem Versuch nicht klappt, schneide ich den finalen Versuch ans Ende halt ran. Aber ihr seht halt, wie knapp die Zeit hier bemessen ist an manchen Stellen. Es ist halt einfach super furchtbar. So, lieber den Spezialangriff einsetzen, um den schnell loszuwerden, den blauen Moblin. So, komm. Sehr schön. Damit können wir den vernichten. Es wird halt trotz allem super knapp. Und zack. So, mal gucken, wie viele wir damit wegrasiert bekommen. Sehr schön. 100 mehr. So, komm, Attacke, Yunobo. Die Rolle ist hier, glaube ich, am besten mit. Weil er dann einfach durch die Gegend rollen könnte die ganze Zeit. Sehr schön. Und die Gegner halt einfach alle mitnimmt. Also mitnehmt. Zack. So, gar nicht lange fackeln. Spezialangriff. Weil die müssen wir schnell loswerden, sonst spawnen keine neuen Mobs. Leider. Tja, so schnell kann's gehen, das war's für dich. Attacke. Sehr schön. Und, oh, wir haben einen Apfel gekriegt, sehr nice. Mal gucken, ob wir das schaffen. Sollten wir aber easy. Diesmal habe ich, als ich das
selber gespielt, da habe ich es mich beim ersten Mal richtig hart schön verkackt, Alter. Aber ich habe damals ja auch noch nicht verstanden, wie das mit Yunobos Fähigkeit richtig funktioniert. So ist es nicht. Nice. Wir haben es geschafft. Puh, first try. Glück gehabt. Hätte schlimmer laufen können. Also wirklich. Und wir kriegen ein paar neue Sachen. Geil. Aber dann werden wir uns gleich auch noch mit Sidon und so ausrüsten. Dann werde ich offscreen Waffen für die schmieden, damit wir in der nächsten Mission stärker sind. Außer wir kriegen jetzt noch eine Nebenquest. Die haue ich dann doch noch in den Part rein, dann kann ich den noch ein bisschen füllen. Aber ich glaube nicht. Nee, nee. Wir kriegen nur Yunobo und den können wir direkt aufrüsten. Jetzt kann ich noch mehr schaffen. So, sehr schön. Aber für Sidon gibt es im Moment nichts zu tun, keine Fische zu kaufen. Ja, Leute, dann soll es das hier an der Stelle gewesen sein. Sehr kurz. Wir haben Sidon und Yunobo kennengelernt. Im nächsten Part werden wir uns nach Schlacht um West Hyrule begeben. Und hoffen wir, dass wir Hyrule gerettet kriegen. Ich bedanke mich an der Stelle aber bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Hyrule Warriors Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!